Punkt 3, Punkt 2. Die Position der Kirche hinsichtlich der Leidenschaften. Die katholische Kirche akzeptiert auch Leidenschaften. 62. Leidenschaften sind Gefühle, Affekte oder Bewegungen des Empfindungsvermögens, die natürliche Regungen der menschlichen Seele sind und zum Handeln oder Nichthandeln trennen, je nachdem, ob etwas als gut oder als schlecht empfunden wird. 63. Hierzu zählen Liebe, Hass, Verlangen, Furcht, Freude, Traurigkeit und Zorn. 64. Liebe ist die wichtigste Leidenschaft, allerdings liebt man nur Gutes. 65. Die Güte der Leidenschaften bestimmt sich durch die Handlung. 66. Ein guter Rat ist das Gewissen, die Stimme Gottes. 67. Allerdings ist nie erlaubt, Böses zu tun, damit daraus etwas Gutes hervorgehe. 68, 69. Neigungen zu Vergnügungen zügelt die Mäßigung. 70. Die Liebe ist jene göttliche Tugend, durch die wir Gott über alles und aus Liebe zu Gott unseren Nächsten wie uns selbst lieben. 71. Die Sünde ist ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum ewigen Gesetz. Heiliger Augustinus, 72. Und somit eine Beleidigung Gottes im Ungehorsam gegenüber seiner Liebe. 73, 74. Sie verwundet die Natur des Menschen und beeinträchtigt das menschliche Zusammenleben. 75. Sünden lassen sich durch Bereuen, Versöhnung und Läuterungsstrafen wieder gut machen. 76. Das sechste Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. 77. Weiter in den Geboten Christi heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. 78. Demnach wäre die Brust während der Ehe eine Sünde. Eine schwere Sünde wäre jedoch während einer Ehe mit einer Frau des besten Freundes zu schlafen. Schließlich brennen die 10 Gebote die Grundpflichten des Menschen gegenüber Gott und dem Nächsten zum Ausdruck. 79, 80. Auf zusätzliche Unterhaltungselemente zu diesem Unterpunkt wird verwiesen im Anhang literarischer Geschichten als 2 abgeblitzt und im Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren als 2 Besprechung zu den Kirchensünden. Anhang literarischer Geschichten. Punkt 2. Abgeblitzt. Es war mal wieder ein einsamer Abend für Michel. Er war nicht alleinstehend. Er war ein Mann mittleren Alters, war verheiratet, hatte 2 Kinder und war bekennender gläubiger Christ. Das ändert aber nichts daran, dass er etwas Abwechslung suchte und sexuelle Abenteuer liebte. Er befand sich gerade auf Geschäftsreise für seine nächsten Interviews, die er als gefeierter Journalist führen sollte. Sein Koks war leider schon alle. Er wusste nicht, wie er die nächsten 2-3 Stunden überbrücken sollte. Daher entschied er sich, zum Telefonhörer zu greifen und ein paar Leute anzurufen. Unter einem Stapel Arbeitspapiere blitzte unverdächtig eine fremde Telefonnummer hervor. Er dachte, er sollte dort mal anrufen und Hallo sagen.
Vielleicht lernt er ja dadurch interessante Leute oder seinen nächsten Interviewgast kennen. Kaum hatte er die Nummer gewählt, schon hauchte eine zärtliche, erotische Stimme ins andere Ende der Leitung. Es war die Nummer des städtischen Bordells. Sie fragte, ob er etwas Abenteuer brauche und sie ein Mädchen vorbeischicken sollen. Michel war etwas irritiert, aber er hatte gleichzeitig starke Schuldgefühle. Er wollte nicht die wertvolle Zeit dieser einschlägigen, erfahrenen, fachkundigen Dienstleistungsagentur stehlen. Er war zwar verheiratet und hatte zwei Kinder, aber er dachte, wenn er schon ein Angebot erhält, dann müsste er auch zuschlagen. Also ließ er sich eine hübsche Dame auf sein Zimmer schicken. Der Preis spielte keine Rolle. Das Mädchen kam. Kaum angefangen, war die Szene auch schon wieder vorbei. Kaum der Rede wert. Plötzlich klopfte es an seine Zimmertür. Es war nicht der Hotelservice. Michel öffnete leicht bekleidet die Tür und vor ihm stand seine liebende Ehefrau. Sie war zufällig durch eigene Geschäftsreisen unerwartet in die gleiche Stadt gekommen und wollte ihn überraschen. Das ist wohl gelungen. Und auch er hat sie überrascht. Die Freude war jedoch schnell aus den Gesichtern gewichen. Stattdessen wurde es etwas lauter und die benachbarten Zimmer hörten eine echte Reality-Show. Michel entschuldigte sich und meinte, er hätte ja nur eine kleine Sünde begangen. Eine schwere Sünde wäre es ja erst, wenn er die Frau seines besten Freundes zu sich bestellt hätte. Seine Frau war von dieser Entschuldigung nicht so begeistert. Anhand der Gespräche zwischen Kunstfiguren. Punkt 2. Besprechung zu den Kirchensünden. Hallo alle miteinander. Hallo Professor, haben Sie schon wieder was von Steel Cage Burning gehört? Nein, aber es ist eine interessante Kurzgeschichte mit dem Titel Abgeblitzt rausgekommen. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Das kann absolut nicht sein. Ein leuchtendes Vorbild des journalistischen Handwerks schnupft Koks und bestellt sich Nuten, während seine Frau direkt vor der Tür steht. Bitte hört auf, euch zu streiten. Ein Ausrutscher kann doch jedem mal passieren. Er hat es bestimmt nicht so gemeint. Das ist in diesem Fall völlig egal. Er hat so etwas nicht zu tun, und laut dem veröffentlichten Werk war es ja auch bei weitem nicht das erste Mal. Naja, es ist schon etwas unfair für seine Frau, aber mein Gewerbe lebt eben auch von solchen Männern. Wenn er unsere Dienstleistungen gerne in Anspruch nehmen will, kann doch eigentlich niemand anderes etwas dafür. Man sollte vielleicht auch bedenken, was die katholische Kirche dazu sagt. Er hat seine Strafe durch die Prostitution abgemildert. Eine schwere Sünde wäre es erst gewesen, wenn er die Frau seines besten Freundes zu sich bestellt hätte. Das ist in diesem Fall doch völlig egal. Schlimmer geht immer, aber eine solche Tat ist in jedem Fall absolut furchtbar. Man kann den Ärger darüber schon verstehen, aber es gibt Männer, die sind leider so. Wenn mir das passiert wäre, wüsste ich nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Es gibt gute Psychologen.